Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute in Frankfurt. Ich habe für euch den Range Rover in fünfter Generation dabei und den würde ich euch heute gerne zeigen. Heißt, falls ihr alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich darf ihn heute leider nicht fahren. Ein bisschen schade, aber ich darf euch sonst alles zeigen. Heißt, wir werden uns die Optik ansehen, den Innenraum, das Infotainment-System und auch den Kofferraum. Falls ihr darauf Lust habt, bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoDeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Teilnehmern wie Deasymarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoDeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber über den Range Rover, wie es jetzt hier vorne auch schon sehr stolz steht, in fünfter Generation. Den gibt es ja jetzt schon seit über 50 Jahren und es ist ein sehr ikonisches Modell. Es ist einerseits sehr klassisch, sehr elegant, andererseits hat es auch sehr, sehr viel Luxus und viel Offroad-Fähigkeiten. Genau das macht eben dieses Auto aus und es ist was sehr Besonderes. Hier haben wir jetzt den V8-Motor, heißt, hier haben wir auch die höchste Motorisierung und auch die höchste Ausstattung, die ihr aktuell bekommt. Beginnend bei SE, HSE, Autobiography, hier haben wir jetzt die First Edition und es wird auch noch die SV Edition kommen. Die gibt es dann eben ab Januar 2022. Und wenn wir jetzt hier erstmal uns die Front anschauen, hat sich im Vergleich zur vierten Generation einiges geändert, denn er ist glatter geworden, hat klarere Linien und das erkennt man vor allem eben am Kühlergrill, der hat sich verändert. Hier ist das Land Rover auch nochmal integriert. Wir haben eine neue Chromspange und sonst sehr viele waagrechte Linien. Und es ist kein Klischee, dieses Auto ist klassisch, es ist britisch, es ist einfach richtig schick, wie ich finde. Auch die Leuchten sind anders geworden, andere Signatur. Wir haben jetzt hier auch serienmäßig das Pixel-LED-Licht, was wirklich schon gut ist. Und ihr bekommt auch noch optional das digitale Licht. Das kann beispielsweise bis zu 16 Objekte erkennen und auch anleuchten, blendet aber auch den Gegenverkehr ab. Heißt, es ist ein permanentes Fernlicht. Ich bin es leider noch nicht gefahren, freue mich aber sehr drauf und werde dann natürlich auch in einem Fahrbericht dann berichten hier auf dem Kanal. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, sprechen wir über die Maße. Und jetzt wird es interessant, denn den Range Rover in fünfter Generation gibt es mit zwei Radständen, einmal 5,5 Meter Länge oder 20 cm länger dann mit 5,25 Meter. Radstand ist dann 3 Meter bzw. 3,20 Meter. Hier haben wir jetzt den kurzen Radstand, 2,21 Meter lang und 1,87 Meter hoch. Und ihr seht jetzt schon, ich sehe mit meinen 1,64 Meter relativ klein bei diesem Auto aus. Es hat schon sehr große Ausmaße, ist jetzt nichts für eine kleine Garage. Bei uns würde sie auf jeden Fall nicht reinpassen. Jetzt ist wichtig, an der Seite darüber zu sprechen, wir haben hier sehr viel Technik. Serienmäßig haben wir jetzt hier ein intelligentes Allradsystem und hinten eine Allradlenkung mit 7,3 Grad. Heißt, es ist vor allem eben in der Wendigkeit gut. Wir haben einen Wendekreis von 11 Meter und aber auch, wenn man schneller fährt, eben für die Spurstabilität gut. Des Weiteren haben wir jetzt hier eine Luftfederung. Serienmäßig. Wir haben nicht serienmäßig hinten ein Differential, bekommt man aber optional dazu. Und wir haben serienmäßig noch einen Wankstabilisator, der über Navigationsdaten gespeist wird, natürlich auch über Schlupf und weiteres. Und der passt sich dann eben in 3 Meter Weite jeweils an die Navigationsdaten an und ihr habt weniger Wankbewegungen. So die Theorie. Ich kann euch nur von der Theorie aktuell erzählen, wie er sich dann fährt, gibt es da mal anders. Hier vorne angekommen, dann sprechen wir über die Felgen 21 bis 23 Zoll. In der Wahl, hier haben wir jetzt die größten Schlappen drauf. Riesige Felge, geht mir jetzt persönlich bis zum Oberschenkel. Sieht aber jetzt hier sehr schön aus und wichtig an der Seite ist erstmal, wir haben jetzt hier einen sehr schönen Lidstrich, hier eine sehr gerade Linie. Die Dachlinie ist abfallend und die untere Linie ist ein bisschen heraufgehend. Das ist ein, ja, man kann sagen, wie so ein Tropfen. Wir haben jetzt hier einen CW-Wert von 0,3, was wirklich sehr gut ist und er ist sehr glatt und besonders glatt ist er hier an dieser Stelle, an der ich jetzt stehe, denn, das ist was ganz Besonderes, die Scheiben und die Türen gehen jetzt hier in einen Schwung ineinander über, heißt, das ist besser für den CW-Wert, hat natürlich auch designtechnische Gründe und sieht von der Seite ultra schick aus. Auch CW-Wert optimiert sind die Türen. Griffe, die sind jetzt normalerweise eingelassen, wir haben sie euch jetzt rausgefahren und wir haben jetzt hier ein Dach, was aussieht, als ob es schweben würde. Warum ist es so? Wir haben jetzt hier sehr viele schwarze Elemente
Das Dach bekommt ihr übrigens in Wagenfarbe, in Kontrastfarbe, ein Glaspanoramadach und ein Glasschiebepanoramadach. Also sehr viel Konfigurationsmöglichkeiten. Da könnt ihr mal in den Konfigurator schauen, da werdet ihr wahrscheinlich verrückt, genauso wie ich. Ihr könnt nämlich unfassbar viel machen. Und wenn wir jetzt so langsam ins Heck gehen, seht ihr auch, hier unten geht jetzt das Dach ein bisschen runter. Wir haben einen Spoiler, der relativ groß ist, mit so kleinen Finlets an der Seite. Schaut es euch gerne noch mal genauer an. Und da oben haben wir jetzt zwei Finnen. Die linke Finne ist die Kamera für den Rückspiegel oder auch für die 360-Grad-Kamera. Und die rechte Finne ist für ein 5G-Netz. Sehr praktisch, hat man immer mit dabei, was natürlich auch gut für das Navi ist. Hier hinten jetzt angekommen, sprechen wir noch hier über die Optik. Range Rover steht jetzt hier in der Mitte. Und was jetzt interessant ist, wir haben jetzt hier eine komplett schwarze Fläche und an den Seiten auch eine schwarze Fläche. Und wenn das Licht jetzt nicht an ist, würde man die Rückleuchten nicht sehen. Ich mache euch da mal ein Schnittbild drüber. Und das ist ein sehr interessantes Design. Genau in dem Moment passiert es. Danke, jetzt ist wahrscheinlich gerade die Batterie langsam schwach geworden, weil der hier natürlich die ganze Zeit ansteht. Sonst haben wir hier sehr viele flache Elemente, sehr viele gerade Linien und hier unten dann auch nochmal sehr viel Klavierlack. Was wir nicht haben, ist jetzt ein sichtbares Endrohr. Wenn wir uns hier runterbücken, sehen wir dann, da unten ist es. Wie gesagt, wir haben jetzt hier den größten Benziner mit 530 PS. Über die Motoren sprechen wir aber gleich. Und jetzt hoffe ich, dass die Heckklappe hier aufgeht. Wir probieren es mal. Ja, geht auf. Ich muss nur den Knopf richtig finden. Und hier gibt es jetzt sehr viel zu erzählen, zu zeigen und vor allem sehr viel Elektronik. Wo fangen wir an? Vielleicht fangen wir erstmal hiermit an, mit diesem Knopf. Schaut mal, da kann ich draufklicken. Und dieses Element fährt jetzt heraus. Ihr bekommt jetzt das, was ich euch gleich zeige, nicht serienmäßig. Das ist jetzt optional mit dabei. Und zwar sind das optionale Stühle hinten. Und wie kriegt man die jetzt auf? Einerseits muss ich jetzt hier dieses Element hochziehen. Da seht ihr jetzt, haben wir einerseits das hier, ich hole es mal raus, und auch die Sitzkissen, die hole ich auch mal raus, die legt man sich jetzt hier so rein. Jetzt wird es nämlich spannend. Macht dieses Element hier wieder runter. Muss man vorsichtig machen, das ist ja hier alles sehr, sehr edel. So, das hier jetzt auch. So, und was man jetzt machen kann, ist hier das Ganze hochklappen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. So, und jetzt können wir uns hier noch die Nackenteile reinstecken. Und jetzt habe ich hier zwei vollwertige Sitze. Ich hüpfe hier mal hoch. Hier kann man jetzt 300 Kilo draufpacken. Ich mit meinen Mitte 50 Kilo muss mir da keinen Stress machen, dass was kaputt geht. Und was jetzt sehr besonders ist, hier oben habt ihr jetzt jeweils ein Licht und auch eine Soundanlage, also eine Box, und könnt hier jetzt ganz entspannt sitzen, ein Sektchen schlürfen, vielleicht eher einen Champagner, irgendwo auf die Safari gehen oder auch an einem Baggersee chillen. Und das ist schon was ziemlich Schickes. Erinnert so ein bisschen an Rolls-Royce, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr edel. Und ich hüpfe jetzt hier mal runter. Wenn ich hier runter hüpfe, fällt mir vielleicht noch ein, dass wir hier eine Bodenfreiheit von 29,5 cm haben und eine Wattiefe von 90 cm. Also es ist durchaus noch ein Offroad-Auto. Ganz vergessen, euch das zu erzählen. Die Böschungs- und Neigungswinkel packe ich euch unten auch noch in die Beschreibung. Und jetzt packen wir das Ganze hier mal wieder zusammen. Heißt, das muss jetzt wieder hier zurück auf den roten Knöpfen gedrückt. So, wir haben jetzt hier übrigens ein Vorserienmodell. Heißt, wundert euch nicht, wenn jetzt mal was nicht funktioniert. Wir wollten euch das nur so früh wie möglich zeigen. Das lege ich jetzt kurz hier oben ab. So geht das jetzt wieder hier unten hin. Ja, man muss ein bisschen dann packen, aber man hat ja hier im Urlaub oder wenn man sich dann irgendwo hinchillen möchte, auf jeden Fall auch Zeit. Das geht jetzt auch wieder zurück. So, und jetzt ist es zu, was natürlich mega ist. Ihr habt hier sehr viel Platz. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, wie groß das Kofferraumvolumen ist. Von 700 bis 1800 Liter jetzt bei dem kurzen Radstanden. Bei dem großen Radstand sind es dann 2100 Liter. Schaut mal, hier drüben haben wir dann so eine kleine Konsole, mit der wir dann sehr viele technische Dinge machen können. Wir können einerseits hiermit beispielsweise die Rücksitze umklappen. Ich mache das mal mit einem. Heißt, ihr seht, der fährt sich jetzt hier ein, geht runter und klappt sich dann elektrisch nach vorne. Heißt, ich muss mir hier keinen Nagel abbrechen, ich muss mir hier aber auch nicht den Rücken kaputt heben, was schon ziemlich cool ist. Jetzt warten wir mal, bis der ganz unten ist. Jetzt seht ihr es. Und was wir hier mit dem Knopf machen können, ist dieses Element noch wegschieben. Das mache ich jetzt auch mal. Einmal drauf gedrückt. Heißt, die Hutablage kann sich jetzt auch schön elegant wegschieben. Und hier seht ihr jetzt eben, wie der Sitz umgeklappt ist. Alles hier natürlich mit so einem schönen weichen Teppich nochmal gezogen. Heißt, hier geht auch nichts kaputt, was man sich reinlädt. Man sollte auf jeden Fall aber kein Schwein oder sowas hier transportieren. Jetzt machen wir das mal wieder zurück und auch den Sitz.
hoffen, dass das jetzt klappt. Heißt, ich drücke jetzt hier wieder ein bisschen länger drauf. Man muss auch ein bisschen Zeit mitbringen. Das ist natürlich vielleicht einerseits ein Kritikpunkt. Das ist jetzt kein Hands-on-Auto, mit dem man irgendwie auf Safari geht, sondern es ist eher ein luxuriöses Auto, was eben sehr komfortabel gleichzeitig ist. So, jetzt ist der Sitz hinten. Wir machen hier hinten wieder zu. Ja, jetzt ist der Sitz hinten. Wir machen hier hinten wieder zu. Ich drücke hier drauf und ihr seht, es klappt sich jetzt hier alles automatisch ein. Fährt sehr elegant zu. Wir haben hier übrigens ungefähr ein Gewicht von 2,5 Tonnen. Anhängelast liegt bei ungefähr 3,5 Tonnen. Kommt natürlich immer ganz auf den Motor an. Und wenn wir jetzt hier an der Seite sind, seht ihr auch eben hier 30 cm Bodenfreiheit. Wir gehen jetzt als nächstes auf die Rückbank. Ich mache euch jetzt hier hinten erstmal die Tür auf. Ich gehe auf die andere Seite dann und dann schauen wir uns mal an, was man da so alles entdecken kann. So, hier hinten angekommen, muss ich erstmal Jan fragen, soll ich die Tür offen lassen? Ja, oder? Wir haben jetzt hier das Glasdach, was wirklich wunderschön ist, total viel Licht hier reinbringt und auch bis hier ganz nach hinten geht. Es gibt auch eine Jalousie, die man auf- und zufahren kann. Ich gucke nachher mal, ob ich euch das von vorne noch zeigen kann. Und wir haben jetzt hier optional einerseits zwei Bildschirme auf jeder Seite. Die gehen auch an, wenn ich hier drauf touche. Ich mache das hier vorne auch mal. Und wir haben jetzt auch, wenn wir die Bildschirme dazu wählen, optional, hier so Kopfhörer dabei. Und schaut die euch mal an, die finde ich echt richtig cool. Haben auf beiden Seiten dann Land Rover stehen und das macht natürlich Sinn, weil dann stört man da vorne niemanden, auf der Seite niemanden. Wenn man sich jetzt hier seinen Film oder so anguckt, ist so ein bisschen wie in so einem Flugzeug. Genau, dann habt ihr hier eben auch alles, was ihr steuern könnt. Habt ihr auch das Infotainment-System. Hier ist übrigens das PV Pro drin. Das haben wir euch auch schon im Defender mehrmals gezeigt. Ist aktuell noch auf Englisch eingestellt. Vielleicht machen wir das schnell auf Deutsch. Geht ja auch relativ fix. German. So, jetzt könnt ihr auch alles verstehen, beziehungsweise ich verstehe auf jeden Fall alles. Besprechen wir aber gleich vorne nochmal im Detail. Was wir hier jetzt haben, sind sehr interessante Sitze, denn die sind aus Stoff. Teilweise auch aus recycelten Materialien. Sehr weich hier. Kopfstütze sehr komfortabel. Auch sehr weich gepolstert. Hier die Mittelkonsole könnte man eigentlich noch nach vorne schieben. Das geht jetzt leider. Doch, es geht. Vorhin ging es nicht. Ich drücke auf den Knopf. Sehr cool. Und die fährt jetzt hier ganz entspannt nach vorne. Es gibt hier hinten übrigens zwei Alternativen. Entweder ihr wählt jetzt hier die Dreier-Alternative, heißt mit drei Sitzen oder eben mit zwei Sitzen. Jetzt haben wir hier vorne auch noch ein Touchfeld, können wir hier einfach benutzen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einerseits eben da oben das Ganze zuzufahren oder auch nicht. Aber wir haben hier auch verschiedene andere Dinge, können zum Beispiel auch das Licht einstellen, können das hier jetzt auch einen dynamischen Rot einstellen und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr witzig. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, haben wir hier auch noch Einstellungen für die Sitze, haben jetzt hier auch nochmal eine Sitzheizung. Also wirklich alles hier zum Rumspielen. Hier vorne haben wir auch noch ein kleines Element aus Holz. Hier gibt es übrigens ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten, die ihr wählen könnt. Und wir haben hier auch noch eine kleine Ablage. Ich mache die mal auf. USB-C-Anschlüsse, USB-Anschlüsse, HDMI-Anschlüsse. Also alles, was das Herz begehrt, kann man hier das Handy reinlegen und hier eben ja, alles bedienen. Hier hinten seht ihr auch, wie gut es verarbeitet ist. Ist mit so einem Neoprenstoff. Schon sehr, sehr cool. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Auf der Seite habe ich es jetzt schon runter gemacht. Auf meiner Seite ist es oben. Ihr habt jetzt hier die elektrische Möglichkeit, hier sowas hochzufahren, so eine kleine Jalousie. Heißt, wenn ihr mal nicht gesehen werden wollt, das passiert sowieso nicht, weil die Scheiben hinten abgedunkelt sind. Aber wenn ihr beispielsweise einen Sonnenschutz braucht, habt ihr das hier eben. Und es ist auch auf so einer digitalen Fläche in der Tür, wenn ihr da mal kurz reinschaut, die sehr, sehr schick ist. Es ist so ein bisschen was Digitales. Da müsste Jan mal kurz drauf tippen. Kommt was? Kommt leider nichts. Okay, bei mir drüben ist es so. Naja, schade. Dann würde ich sagen, komme ich mal wieder raus und ich zeige euch noch alles zu den Motoren. Bin gleich wieder da. Da ist es, sehr gut. Kleiner Vorführeffekt. Ich mache euch vorne noch die Motorhaube auf und dann sprechen wir noch gemeinsam über die Motoren, die ihr hier bekommt. So, jetzt mache ich euch vorne mal die Motorhaube auf. Geht hier ganz einfach und hier haben wir jetzt die Höchstmotorisierung, da sprechen wir gleich über die Leistungsdaten. Ihr bekommt jetzt drei Dieselvarianten, also einmal den
250, den D300 und den D350. Dann gibt es auch noch Benziner, und zwar gibt es den P360, den P400 und den P530, also den V8, den haben wir jetzt hier. Und die haben alle ein 48 Volt Bordnetz, beziehungsweise eben Bordnetz, außer eben der V8. Es werden auch noch zwei Plug-in-Hybride auf den Markt kommen, einmal der P440e und einmal der P510e, heißt, da habt ihr eine Reichweite von 100 Kilometer und eine ungefähr 38 Kilowattstunden fassende Batterie. Hier haben wir jetzt den V8, der hat 530 PS, wie der Name schon sagt, 750 Newtonmeter, ist in 4,6 Sekunden auf 100 und verbraucht nach WLTP 12 Liter. So, den genauen Verbrauch kann ich euch natürlich nicht erzählen, ich durfte ihn heute nicht fahren, aber er fährt vom Max auf jeden Fall 250 km/h. Wir machen hier vorne mal zu. Als nächstes schauen wir uns noch wahrscheinlich das Wichtigste bei dem Auto an, und zwar vorne, was der Fahrer alles so machen kann, heißt Infotainment, und wir sprechen über die Sitze, und anschließend gibt es noch ein kurzes Fazit und ich erzähle euch, was dieses Luxusschiff dann kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum, und als allererstes machen wir jetzt mal gemeinsam das Dach hier auf, also das Glasschiebe-Panoramadach, denn es soll ja auch ein bisschen Licht hier in den Innenraum kommen. Heißt, ich drücke hier zweimal drauf und es öffnet sich. Ihr habt übrigens auch die Option, nur ein Glasdach ohne Schiebefunktion zu wählen, und jetzt seht ihr schon, habt ihr nach oben hin ein bisschen mehr Luft. Und als allererstes möchte ich euch die Sitze zeigen. Die sind nämlich sehr weich gepolstert, hier oben auch im Nacken, hier dann auch sehr weich gepolstert, leichten Seitenhalt gebend, und hier unten, wenn ihr euch das mal anschaut, sieht es auch schon aus wie so ein Sessel, hier unten auch sehr bauchig. Übrigens, die Fußmatte ist auch sehr hochflorig, genauso wie auf der Rückbank oder auch im Kofferraum, und da unten steht es auch nochmal First Edition haben wir jetzt hier. Und schaut mit mir noch gemeinsam in die Tür. Ich mag die Kombination aus dem Holz und dem Leder, das wir jetzt hier haben. Sieht sehr klassisch aus, auch sehr viel Chrom. Das muss man mögen, ist Geschmackssache. Und ihr habt da vor allem, wie ihr jetzt seht, auch eine automatische Einstellung der Sitze, beziehungsweise eben keine manuelle, sondern könnt es dann eben elektronisch machen. Das ist super angenehm, funktioniert auch noch auf den Rückbänken, und Jan hat euch auch gerade noch die Boxen gezeigt, die wir hier drin haben. Übrigens haben wir hier ein Active Noise Cancelling drin, und in den Kopfstützen ist jeweils dann ein Lautsprecher nochmal integriert. Das funktioniert so wie diese AirPods quasi, dass die halt eben Geräusche wegnehmen, und man kann hier dann ganz entspannt fahren oder eben Musik hören. Wenn wir uns jetzt hier vorne alles anschauen, haben wir hier erstmal ganz viele Flächen, die bezogen sind. Nirgendwo Hartplastik oder sowas, hier unten dann auch nochmal. Alles sehr geradlinig, genauso auch wie das Design dieses Autos. Ich mag es, weil hier drin sieht es genauso aus wie außen. Es ist eine Linie. Mittelarmkonsole jetzt hier auch mit sehr viel Holz. Kein Klavierlack, bis auf ein paar Elemente, was ich sehr gut finde. Hier haben wir jetzt den Gangwahlhebel, der 8-Gang-Automatik. Rückwärts, neutral, Drive oder eben die Sportgasse, haben hier auch den Parkknopf. Hier starten wir den V8 dann. Hier, ganz interessant, kann man dann die verschiedenen Modi einstellen. Heißt, ihr habt hier eben Gras, Schotter, Schnee, Schlamm, habt Sand, alles fürs Felsenkriechen, Warten oder eben auch konfigurierbar. Da klicken wir vielleicht mal drauf und schauen, ob das funktioniert. Man kann konfigurieren, ja, und da kann man eben verschiedene Dinge einstellen, wie das Differential, automatisch in der Mitte sperren, mit und hinten sperren, Antriebsstrang, komfortabel, normal, dynamisch, Lenkung, leicht, mittel, schwer, Traktionskontrolle und auch die Fahrwerkseinstellung. Also hier gibt es echt viel zu machen, das ist total verrückt. Und ihr habt hier eben aber auch die ganz normalen Modi Komfort, Eco und Dynamic eben, falls ihr dann sehr sportlich fahren möchtet. 4,6 Sekunden auf 100 ist auf jeden Fall auch eine Ansage. Hier haben wir dann auch nochmal ein großes Fach, satiniert mit einem normalen USB-Anschluss und einem USB-C-Anschluss. Das finde ich sehr gut, weil ganz oft ist immer der falsche da. Und ihr habt hier dann auch nochmal die Möglichkeit, schaut mal, einen Kühlschrank zu nutzen. Der sollte eigentlich angehen, jetzt klappt es leider irgendwie nicht mehr, wahrscheinlich weil der Motor nicht an ist. Wenn der Motor an ist, kann man hier draufklicken und dann hat man hier eben eine kalte Funktion. Und ja, es ist noch immer sehr kalt da drin. Das heißt, man kann sich auch eine Cola-Büchse mitnehmen und die dann eben in richtiger Temperatur genießen. Hier vorne dann auch nochmal Platz und vor allem eine induktive Ladefläche. Ich habe da mal mein Handy exemplarisch reingelegt, und gut daran ist, es ist sehr viel Platz, die ist groß. Hier unten dann auch nochmal ein USB-C-Anschluss und man kann es auch zufahren. Heißt, es stört dann auch auf jeden Fall nicht bei der Fahrt. Rückspiegel ist auch rahmenlos und vor allem elektrisch. Schaut euch das mal an. Heißt, wir haben jetzt hier einen digitalen Rückspiegel. Ich hoffe, Jan sieht's. Okay, kommt mal rein und schauen wir uns das gemeinsam an. Heißt, hier ist einmal ein digitaler Spiegel oder ein ganz normaler, wie man es eben möchte. Ich habe euch die Kamera ja vorhin auch noch gezeigt. Und jetzt sprechen wir vielleicht mal über das Lenkrad. Das ist sehr groß, liegt gut in der Hand, in der Mitte Range Rover dann stehend.
rund vor allem. Hier in der Mitte dann ja eine waagrechte Komponente, passt auch wieder hier zur Front und eben auch zum Cockpit. Hier drüben haben wir dann alles für die Telefonanrufe, die wir eben steuern können. Und wir haben hier dann alles eben für den Limiter und auch die ganzen Assistenzsysteme und natürlich auch eine Sitzheizung, die darf nicht fehlen. Lichtentstellung ist dann hier drüben. Gangwallhebel haben wir dann hier, hoch und runter schalten. Und hier habt ihr dann eben alles noch für den Scheibenwischer vorne. Vorne Cockpit, sehr gut, weil ich sehe gut drauf. Ich habe hier eben links, wie schnell ich fahre. Rechts habe ich dann eben auch Drehzahl. Es ist jetzt alles hier Miles per Hour und anderen Daten angezeigt, heißt wegen andere Maßeinheiten. Ich konnte es leider jetzt nicht umstellen, ich habe es nicht gefunden. Aber es gibt natürlich auch ein km/h und optional da vorne auch ein Head-Up-Display, das euch alle wichtigen Informationen gibt und gut im Sichtfeld liegt. Wenn wir jetzt über das Infotainment-System sprechen, vielleicht erstmal, was ist das für ein System? Das ist das PV Pro, das haben wir euch auch schon beim Defender vorgestellt, beim neuen. Und vielleicht erstmal zur Home an sich. Das ist diese hier, kann man hier so rüber swipen und sich auch konfigurieren. Man kann die aber jetzt auch dementsprechend ja sich selbst einstellen, wie man das möchte. Heißt, ich kann jetzt hier beispielsweise den Steigungsassistent reinmachen, kann aber hier jetzt auch noch andere Kacheln eben konfigurieren, damit das eben passt. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, haben wir hier noch eine App-Anzeige. Und da sind eigentlich die interessantesten Dinge, die ich euch gerne zeige. Möchte. Einmal die Navigation, riesengroß, schaut euch das mal an. Es ist vor allem auch sehr hell hier, dieses Display, übrigens aufgesetzt, was ich sehr schön finde. Habt ihr eben eine 3D-Funktion, könnt ihr eben auch 2D alles ansehen. Habt ihr übrigens auch Apple CarPlay, Android Auto und Amazon Alexa. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, haben wir hier auch noch, was ist noch interessant, das hier vielleicht, die verschiedenen Einstellungen fürs 4x4. Hier haben wir die Informationen. Weight Sensing haben wir auch hier, also ihr seht es jetzt hier in Zoll, 90 cm sind es insgesamt Watttiefe, habt hier auch noch verschiedene Konfigurierungen eben für die Differenziale, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Und wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, ist vielleicht eine Sache noch ganz cool, schaut mal, Anhängerkupplung ausfahren. Jetzt wird sie ausgefahren. Okay, Jan geht raus und zeigt euch das mal. 3,5 Tonnen ist natürlich auch eine Menge. Hat geklappt. Ja, sagt er. Okay, und man kann sie eben auch wieder einfahren mit einem Knopfdruck. Ich drücke auch nochmal drauf. Ihr schaut es euch auch nochmal an. Gehört natürlich auch dazu. Heißt, ihr könnt auch eure Pferde damit ziehen. Macht natürlich auch total Sinn. So, jetzt ist sie wieder eingefahren. Des Weiteren könnt ihr hier auch Last messen, was sehr interessant ist. Heißt, wenn ihr dann hinten was angehangen habt, könnt ihr da draufklicken und halt eben messen, wie schwer das Ganze ist. Heißt, hier habt ihr super viel Technik, super viel Offroad-Thematik auch drin. Hier unten können wir dann noch weitere Dinge anschauen, wie zum Beispiel eine Anfahrhilfe. Ich klicke da mal drauf. Habt ihr dann eben auch eine Anfahrhilfe, auch für Offroad natürlich geeignet. Sprachsteuerung haben wir jetzt hier auch. Luftqualität können wir auch anpassen bzw. optimieren. Habt hier aber auch Live-Daten, wie beispielsweise ja alles zum Thema Wetter. Mal schauen, wie schnell es geht. Okay, Verbindung nicht möglich, schade. Wie gesagt, ist ein Vorserienmodell. Und wenn ihr jetzt hier guckt, habt ihr hier auch verschiedene Shortwall-Liste, wie zum Beispiel die Fahrzeughöhe. Heißt, das ist jetzt gerade auf Einstieg eingestellt, könnt aber eben auch für auf Normal oder Gelände eben einstellen. Habt hier aber auch eben Einstellungen zum Fahren. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, hier wie gesagt eben auch nochmal Bluetooth und die Shortwall-Liste zur Navigation. Heißt, ich habe alles hier auf einen Blick. Unten dann auch nochmal alles zur Klimaanlage, kann jetzt hier auch drehen, habe innerhalb dieses Drehreglers noch ein digitales Feld, was mir dann die Temperatur anzeigt. Und eine Sache, die ich noch ganz vergessen habe, hier haben wir noch einen Bergabfahrassistent. Und eine Sache noch, die ich ganz vergessen habe, und zwar ist es unser Kooperationspartner Chronix. Da habe ich nämlich so eine Uhr ausgeliehen bekommen, ganz schön schick. Und da findet ihr unter anderem 49 verschiedene Uhrmarken und bis zu 7000 Uhren. Wir haben da zwei Codes für euch. Einmal ist es CarCrush Special, da bekommt ihr vom 15. November bis zum 30. November einen besonderen Black Friday Rabatt oder eben unter CarCrush, immer alles groß geschrieben, ist wichtig, bekommt ihr weiterhin Rabatt. Heißt, ich schreibe euch das unten alles hin und packe auch den Link noch dazu. Und was wir jetzt noch besprechen, ist davon natürlich auch das Cockpit und das können wir uns in verschiedenen Konfigurationen nochmal anzeigen lassen. Dafür mache ich jetzt nochmal den Motor an, leider geht es sonst nicht anders. Und hier kann man jetzt eben beispielsweise Info zum Display anzeigen lassen. Ja, okay, tanken, das habe ich verstanden. So, Info-Display, kann hier drauf drücken, schaut mal da vorne, könnt ihr euch jetzt beispielsweise die Fahrerassistenz anzeigen lassen oder eben die Offroad-Informationen. Wenn ich jetzt hier wieder drauf klicke, kann man hier sich auch das Display-Layout noch anpassen, kann eine Karte, Rundinstrument mir anzeigen lassen. Hier habe ich die Karte dann ganz groß, kann jetzt aber eben auch bei der Display-Layout auch noch das Ganze fokussiert einstellen. Also ihr habt hier sehr viele Spielmöglichkeiten. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam rausgehen und dann zaubere ich euch noch ein Fazit. Kommt mit!
Einmal wie Queen Mom fühlen bzw. wie James Bond. Ja, das durfte ich heute. James Bond würde wahrscheinlich selbst fahren. Ich habe mich heute auch leider nicht chauffieren lassen dürfen. Aber ich darf hier zumindest hinten sitzen, auch wenn es jetzt auf der falschen Seite ist, wenn Jan gleich die Tür aufmacht. Aber das liegt eben hier an den Lichtverhältnissen. Und wenn wir jetzt über das Konzept dieses Autos sprechen, ist es natürlich ein absoluter Luxushobel. Eine Sache, die ich euch ganz vergessen habe zu zeigen, wir haben hier natürlich auch eine automatische Zuziehfunktion der Türen gehört dazu. Und ja, es ist sehr luxuriös, sehr teuer, über den Preis werden wir gleich sprechen, sehr praktisch, denn wir haben sehr viel Platz im Kofferraum und aber auch sehr viel Offroad-Fähigkeit. Und genau das macht eben dieses Auto aus, diese drei Welten ineinander verbunden. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer kauft sich so ein Auto? Leute, die auf jeden Fall Geschmack haben, wie ich finde. Es ist ein britisches, schönes Auto, aber die auch sehr viel Geld haben, beziehungsweise einen sehr großen Geldbeutel. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie so ein Landgut hat, ein paar Kinder noch dazu und dann halt eben, ja, so ein schickes Auto fahren möchte. Übrigens, absoluter Designklassiker, für mich eine Ikone und ich finde jetzt auch in der fünften Generation, auch wenn er jetzt ein bisschen futuristischer aussieht, sehr schönes, gelungenes Modell. Kritisieren kann man, dass es jetzt erstmal keine elektrische Version zu Anfang gibt. Die kommt dann 2024 auf den Markt. Kritisieren kann man auch, dass es nur eine Mildhybridisierung gibt und dass auch nicht die Plug-in-Hybride gleich da sind. Aber ein größter Kritikpunkt ist leider tatsächlich der Preis. Und der kleinste Diesel beginnt jetzt bei 121.000 Euro. So wie jetzt hier steht, in der First Edition als V8 beginnt er ungefähr bei 170.000 Euro. Mit ein paar Konfigurationselementen, wie er hier steht, wahrscheinlich 180.000 Euro. Das ist ein krasser Preis, aber es gibt durchaus auch Abnehmer dafür. Ja, und falls ihr euch auch für den interessiert, dann schaut auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Was machen die denn? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert über etwas teurere Autos oder auch günstige Autos. Abonniert gerne den Kanal, falls euch alles dazu interessiert. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!